So, nun geht's weiter mit dem 38. Teil des Minecraft-Let's Plays. Bin jetzt hier schon am Anfang des Bau der neuen Getreidefarm. Muss jetzt mal hier die Erde weg. Den Kompass brauche ich gerade nicht. Ein Brot essen. Also yum, yum. Und ich muss jetzt mal hier diese Fläche auf 8 Blöcke erweitern. Dann ist das 7, 2, 3. 4, 5, 6, 7 und dann nochmal hier ein höher. Hier sind es 5 Blöcke. 2, 3, 4, 5. Das soll dann die Fläche sein, die für die Getreidefarm immer aufgefüllt wird. Das unterste 8 mal 8 Felder, die hat 64. Und dann gibt es da noch 7 mal 8 Felder, die haben 56 und dann noch 5 mal 8 Felder. Noch ein Stack Erde. Aber das ist auf jeden Fall was Erdintensives hier. Ich hier baue. Ich will jetzt erstmal in diesem Part diese Farm erstmal diesen, sagen wir zumindest diesen Wie fertigstellen oder fertigstellen, dass ich die dann immer alles abernten lassen kann. Okay, die Uhr wird stark beansprucht durch Open Broadcast. Das war's, ja. Habe ich immer wieder. Dabei könnt ihr aber auch sagen, also ich würde gerne ein anderes, also ihr könnt mir dazu vorschlagen, was ich für ein Texture-Pack. Ich bin für alles offen, also ich habe bisher hier kein Texture-Pack drin, aber ich weiß auch nicht, welche gut sind, also ich kenne mich damit nicht aus, deswegen schreibt mir dann mir links in die Kommentare, welches Texture-Pack ich verwenden soll. Nicht das Vanilla-Texture-Pack, sondern vielleicht hier ein modifiziertes, also modifizierte Texturen. Und schon wieder ist die Erde aufgegangen. Und da läuft es rein. Da habe ich Obsidian. Ich habe auch nicht viele Diamanten. Kann man hier durch. Und Erde habe ich. Die Erde, da habe ich ein bisschen Erde. Und das reicht nicht aus. Und da habe ich einiges an Holz drin. Minecraft Lock. Hier habe ich Erde. Erde en masse hier. Also sehr viel Erde, was ich da in 37 Parts angesammelt hat. Und jetzt verbaue ich erstmal einen Teil davon zumindest. Und also muss ich bis hier gehen. Ich brauche jetzt erstmal einen Eimer voll Wasser, den ich hier reinpacke. Zack. Damit ich das hier zubauen kann. Und da ist dieses Wasser einfach nur zur Bewässerung der Ackerlandfelder gedacht. So. Die Erde platzen. Der ist falsch. Aber Erde kann ich ja so mit der Hand abbauen. Jetzt muss ich hier wieder einen höher gehen. So, wieder ein höher. Hier muss ich schon ein höher gehen. Jetzt den letzten Eimer Wasser hier füllen. Ich muss jetzt ein neues Wasser besorgen. Zack, 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 zack. Jetzt habe ich mal alle Eimer mit Wasser voll gemacht. Und ich hier das beackern. Ich kann das hier schon mal beackern. Das ist das Wasser da, man sieht es gleich. Das wird gewässert. Und die Breite ist 8 Blöcke, weil das maximal 4 Blöcke reingeht und das ist in beide Richtungen. So, ich kann eigentlich auch in diese Richtung noch erweitern, die Farm, aber im Survival-Modus wäre das ein bisschen zu happig. Sag ich mal. Mal hier die Fackeln dazu da, dass es alles schön erleuchtet ist. Damit die auch nachts am Wachsen sind. Zack, ins Wasser rein, es wird nämlich Nacht. Und da hinten übrigens ist eine Baumfarm, wo ich alle Baumarten züchte.
jetzt erstmal nachziehen, mal schlafen. Vielleicht muss ich auch mir ein neues Haus holen, also ein neues Haus bauen. Die Tiere einfach nur den kleinen Slimes, aber die spawnen mit nicht so wirklich. Neumond. Und was mache ich denn jetzt genau? Na, die Kacke nicht. Ich hab's denn noch nicht. Erde habe ich noch genug. Eine Hacke ist aber auch bald aufgebraucht, aber ich habe noch eine weitere. Hier muss ich die Ackerfelder auch erstmal noch wegmachen. Weil hier gehören die erstmal nicht hin. Vielleicht kann ich hier ein neues Haus hinbauen. Direkt neben der Ackerfarm hier. Sind noch zwei Ackerfelder. Da, der muss auch noch weg. Der hier ist ein bisschen hartnäckiger. Das sind hier schon alle bewässert, oder sind wir alle bewässert? So. Muss ich hier so eine Abgrenzung machen, weil es hier nicht weiter gehen soll. Dann einmal voll Wasser rein und hier genau dasselbe. Zack. Das sind jetzt hier leere Felder. Und die erste Hacke ist auch gebraucht. Muss ich natürlich das mit Sand und Kies so machen. Ich brauche jetzt erstmal die 8 Kisten. So. Den Sand und die Kisten brauche ich jetzt. Und zwar, wie muss ich den hinsetzen? Die müssen hier einen Sandblock hoch und runter schieben. Also hier muss das mit dem Sand und Kies geschehen. Dann die Erde hin. So, jetzt ist es deutlich dunkler geworden. Gut, dass da Fackeln platziert sind. Und dann müssen hier die 8 Kisten hin. Wir haben dann hier den Sandblock. Nein, wir müssen noch einen höher. Wir müssen noch einen höher platziert werden, die Kisten. Also nochmal ein Block mehr Erde rein. Kisten, 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 Kisten. So, die 8 Kisten ist verbaut. Hier kommt das Sand hin. Und jetzt brauche ich hier noch ein bisschen mehr Wasser. Nur, dass ich noch ein paar mehr Wassereimer habe. Weil hier muss nämlich noch Wasser hin. Dieses Wasser ist dazu da, um dieses Ein- und Ausschalten, und der Sand ist ja runter, hoch, runterfallen, da braucht man keine Sticky-Pisten. So, zwei weitere Wassereimer. Da wird so viele Wassereimer. Zack, das ist erstmal hier das Wasser voll. Und jetzt muss ich das auch nochmal zubauen. Das ist keine hundertprozentige Ertragsweise hier. Aber insgesamt sind das hier 64 plus 256. Das sind 56 sind 112. 64 und 112 sind 176 plus. Also 176 sind das plus 5 mal 8 sind 40. 176 plus 40 sind 260. 10, also 216 Ackerfeldblöcke, also 216 Ackerfelder habe ich hier. Das sind 3 Stacks und ein bisschen. Jetzt muss ich die Pistons noch verkabeln.
Muss ich mal hier so eine Hilfslinie hinbauen. Also, ja, wenn ich da Erde verbaue, ich habe so viel davon. Dann macht das nichts. Ich muss jetzt mal gucken, wie man die Kita braucht. Man 3 Steine und Redstone, Redstone-Fackel und noch ein Redstone. Okay, also so ein Kita, da brauche ich jetzt mal ein paar wie viel Stück brauche ich denn? 8, ich mach mal 9, 10, 11, 12 für Pita, muss ich machen. Dann 36 Clean Stones brauche ich. 36 Clean Stones, ich habe jetzt nicht genug Koppel dafür. Da ist ganz viel Koppel drin. Weil ich da so ein, mal so ein 64er Stack hier drin braten. Und dann brauche ich auch, also für 16 brauche ich auch Redstone und Sticks. Und da brauche ich für 12 brauche ich. Für 12 brauche ich 24 Redstone Fackeln. 1, 2, 3. 24 Redstone Fackeln. Ist hier ein Knopf hier schon installiert. Dann muss hier noch installiert werden hier. Grab dann von da, da hinten, da wo in... Oder ich kann hier den Knopf platzieren. Dann soll hier das Redstone schon mal... Kann ich das Redstone schon mal loslegen. Nein, so... Wäre nicht effektiv. Ich jetzt gegraben. Die Eimer brauchen nicht. Wo bin ich denn? Es ist zu dunkel. Fackel. Ist nicht mehr hell. Bin jetzt da unten. Also kann aber möglichst lange unterirdisch bleiben. Mache ich jetzt ein Glück über die Decke. Hier muss das Redstone hin, hier die 6 für Pita. Hier muss ich auch Redstone legen. Gehen wir hier direkt unterirdisch lang. Schaufel aufgebraucht. Ich kriege auch ein bisschen Clay hier. Müssen wir eine neue Schaufel herstellen. Da komme ich heraus. Ich muss mir also erstmal eine weitere Schaufel erstellen. Jetzt gleich 2. Dieses Clay brauche ich gerade nicht. Jetzt habe ich jetzt mal wieder genug Schaufeln. Die ganze Zeit unterirdisch lang führen. Und gerade das hier ist schon so weg. Das ist erstmal alles, was wieder unterirdisch verlegt ist. Also diese Leitung hier ist dann komplett unterirdisch gelegt. Die sieht man gar nicht. Hier lang. Hier ist das letzte Mal, was ich habe, aufgebraucht. Und ich kann erstmal wieder eine Redstone-Fackel testen, wie weit das geht. Und na, das kann ich später machen. Jetzt brauche ich noch ein bisschen der Redstone. Von der Redstone. Weiter Redstone. Hier haben wir Nummer 64, 34. Also ich habe noch mehr Redstone. Das ich brauche 36 Steine, das ist also noch nicht fertig. Aber ich kann erstmal. Ja, brauche ich gerade noch nicht. Also kann ich auch ein bisschen Redstone hier benutzen, hier den Weg zu verlegen. Aber ich bin schon angekommen. Ich muss es hier mal noch offen lassen, da nämlich hier noch ein Pita rein müssen. Und dann kann ich anschließend den Weg hier wieder zubauen. Damit das man das nicht so sieht. Also kraftet man die überhaupt so richtig? 4, 5,
6, 7, 8. So. So. Ach, wie Peter. Ich muss ja erstmal nur. Ich brauche ja sowieso mehr als 8, weil ich ja noch in der Redstone leiten muss. Ich nehme eine Kacke hin. Ich bin ja von 12 Repeatern ausgegangen. Aber ich glaube, das reicht auch schon so. So muss das hier auch bis hier reichen. Ja, das reicht so schon bis da. Es ist schon wieder Nacht geworden. Dann kann ich also jetzt schon in der kommenden Nacht den Weg hier abbauen. So, erstmal will ich dann auch den Raum mit dem, wo ich das herhole, auch verschönern. Und das soll hier, das wird natürlich so wieder zugebaut, aber ich würde hier gerne ein wenig Akazienholz reinpacken. Nein, hier ist sowieso noch normales Holz. Hier sollte auch normales Holz wieder hin. Ich mach das mal so ein bisschen anders hier. Ja, ich hab eine Axt. So, das ist jetzt mal der Weg, der die Items her transportiert. Und mehr brauche ich auch gar nicht. Also. Mir fehlen, glaube ich, 2 Repeater, das heißt. So, zwei Repeater craften. Nein, andersrum. Da kommt das jetzt schon hin. So, zwei Repeater fehlen mir noch. Redstone, Redstone. Hier war auch ein Lehm. Ja, wenn die beiden fehlen, die Repeater schon da. Jetzt kann ich den Weg hier schon mal wieder zubauen. Na, da ist das mit dem Wasser drin. Da komme ich nicht hoch. Jetzt geht das mit Erde. Den Weg ist nicht gut bauen. Ja, als Redstone-Checker kann man nicht nichts falsch machen. Außer beim Repeater. So ist der Weg wieder zugebaut. Da sieht man den nicht. Das ist der Weg der Redstone-Leitung. Und der Weg dieses Wassers kann ich auch wegmachen. Das hier kann auch zugemacht werden. Also möglichst viele der unterirdischen Schaltung wieder wegmachen. Jetzt erstmal da noch einen Hebel rein platzieren. Also ein Hebel, der quasselt sich. So mit einem Stick oben und da unten ein Cobblestone. Muss ich einfach mal einen Test machen. Hier ist jetzt nicht dunkel geworden. Wenn ich den Hebel anmache, dann müssten da hinten die Pistons eingezogen. Also nein, da sind die ausgedehnt. Dann sind sie hier ausgedehnt. Pistons sind da jetzt ausgedehnt, wenn ich den Hebel unten habe. Also wenn er hier aktiviert ist, dann sind die Pistons auch aktiviert. Das brauche ich ja nicht unbedingt invertieren, aber die, wenn ich jetzt den Hebel hochstelle, sollte sich das Wasser ausgebreitet haben. Aber das tut sich nämlich. Immer noch anscheinend. So, was habe ich da denn gemacht? Irgendwas ist da falsch. Das Wasser ist zu niedrig. Das Wasser ist zu niedrig gesetzt. Oder ist das jetzt, das setzt uns da jetzt aus. Pistons sind eingezogen. Das Wasser wird also normalerweise dürfte das jetzt ja drüber laufen, aber
habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Wenigstens. Da ist das Wasser im einen Block zu tief gesetzt. Und dann muss ich den Eimer erstmal mit Wasser wieder auffüllen. Zack, alle Eimer mit Wasser voll. Und aber immer noch von letzten Signal. Ach, das ist so, das muss ich so machen mit dem Redstone, damit das Signal reingeht. Ah, da hat einen Fehler gemacht. Und die Redstone-Verkabelung da unten. Die Erde wieder auffüllen und jetzt sind die Kisten ausgedehnt. Ja, jetzt sind die im ausgefahrenen Zustand. Das würde die normalerweise das Wasser ja blockieren, aber ich habe es ja eins zu niedrig gesetzt, das Wasser. Also kommt gar nicht durch. So muss ich das machen. Hier kommt das Wasser hin. So, die Wasser einmal hier hin, damit hier überall Wasser ist. Zack, es ist hier überall Wasser. Ich muss mal gucken, ob das Wasser jetzt auch wirklich in Ordnung ist. Ja, das nervt natürlich ein bisschen, dass ich hin und her gelaufen bin. Um den Hebel hier aufzustellen. Bin ich jetzt da rein ganz reingelaufen, um den Hebel abzuschalten. Ist tatsächlich das Wasser hier über ausgebreitet. Ach, so läuft das denn nicht lang. Läuft da jetzt auch lang? Das ist hier unten auch ein Weg genommen. Das nimmt den Weg nicht komplett richtig. Also noch einmal. Ich schalte das mal aus und wieder ein. Aus und wieder angeschaltet. Muss man mir auch zusehen, weil sonst gehen mir nämlich die Brote aus. Das soll das ja automatisieren, diese Farm. Immer noch nicht hundertprozentig ausgebreitet. Da läuft es nämlich noch weg. So, ich muss das jetzt komplett durchlaufen. Jetzt kann ich erstmal die Fläche besehen. Also da muss die ganze Saat erstmal rein. Und wenn ich das voll gesät habe, dann werde ich den Part beenden. Und ich werde erstmal sagen, ich mache so viele Parts, wie ich Abonnenten habe. Ah, wo ist es denn? Wollte ich gerade holen. Samen. Also erstmal brauche ich da dann schon eine Menge von. Also ich habe ja mehr, fast 4 Stacks an. Ah, ich bin ausgeschaltet. Aber ich kann es auch sowieso powern hier mit der Fackel. Ja, ich kann das jetzt sowieso anmachen. Muss ich nur bedenken, dass ich. Weil dann sieht man, das Wasser geht hier wieder weg. Dann kann man es anpflanzen. Und jetzt fange ich an, das hier zu besehen. Diese Fläche. Eine 64er Fläche ist eigentlich relativ schnell besät hier. Also die unterste Fläche ist die größte mit 64 Blöcken. Also 8x8 ist die groß. Und deswegen hat die dann 64. Geht also das Deck genau weg. Und jetzt hier auf der nächsten Ebene. Dann dürften 8 übrig bleiben. Weil das nur 7 Blöcke lang ist. Warum? Weil das Wasser muss ja auch auf die nächste Ebene drunter. Das würde es bei 8 Blöcken ja nicht mehr ganz schaffen. Und dann hier 8 übrig. Und jetzt dürften bei dem Stack 16 übrig bleiben.
Ich habe ja dann schon wieder zwei weitere Reihen gesät. Das heißt, es ist hingehauen. Und jetzt ist hier die letzte Ebene. Zack, jetzt ist hier alles voll gesät. Und jetzt muss es nur noch wachsen. Und dann hoffen wir, dass der Part euch gefallen hat. Gebt dafür Daumen nach oben. Teilt das Video, damit ich bekannter werde. Und abonnieren, dann seht ihr weitere Videos von mir. Bis dann und ciao.